So, hier müssen wir eigentlich hin. Da ist es bestimmt bewacht, der Scheiß, ne? Wäre eigentlich ziemlich blöd, das jetzt direkt zu machen. Weil da werden wir nicht so ohne weiteres hinkommen. Müssen wir bestimmt ein paar Menschen umleuchten. Aber wenn wir jetzt hier ballern, dann wird es hier richtig lustig. Können wir erstmal absuchen. Okay, hier wird es ein sehr krass, sehr strahlenintensiv. Okay. Ein Anti-Tschernobylit-Brenner bräuchten wir. Können wir das bauen? Warum habe ich keinen Tschernobylit-Brenner und warum habe ich keine Möglichkeit, ihn zu bauen? Toll. Wie nice das gewesen wäre. Scheiße, verflucht. Natürlich vorher wissen müssen. Ich habe das Gefühl, dass man hier so eine Art mehrere Raids. Ich weiß nicht, ob man mehrmals an den gleichen Ort zurückgeht oder ob es mehrere Orte gibt. Dass es täglich wechselt, so unter dem Motto. Guckt euch das mal an, man geht einfach an den Sachen vorbei. Sind halt einfach so unauffällig. Vielleicht können wir die Dödel ja auch so ausschalten. Ohne Scheiß, Backstabben war mit dem Messer, war eigentlich das, was am besten geklappt hat, so, ne? Also wir waren halt direkt tot. Gut, ich habe, als ich den Kopf getroffen habe, war der ja auch direkt tot. Mein Gott, er ist verheiratet. Können wir doch nicht tun. Das ist halt die Frage, ob wir sie einfach so beklauen können, ohne dass sie es mitbekommen. Das sind halt drei Mann, ne? Ich glaube nicht, dass es einfach so funktioniert, oder? 1, 2, 3, ja. Wir müssten dafür ja über den Zaun springen. Shit, ey. Also einen könnten wir safe erledigen. Guck mal, die rotieren ja wirklich im Dreieck. Ist ja gar keine Chance. Was hat keiner einen Helm auf?
Guck mal an. Vielleicht kommen wir doch ran, ohne die abzuknallen. I hope we run into some rabid dogs. I've always wanted to shoot a dog. What? Wirklich hier ran sneaken. Bis zu einem gewissen Punkt. Also ich bin ziemlich nah dran. Spätestens hier musst du aber, glaube ich, die Waffe in die Hand nehmen, ne? Das ist keine Chance sonst. Alter! Ich hab ihm auf den Kopf geschossen. Es hat ihn einfach nur nicht interessiert. Your relentless search has finally caught up with you. Who knows what the NAR will do to you now? You don't want to find out what they have planned for you, my love. You have to find a way out, fast. Think, Igor, think. Ich würde mal sagen, er hat mich erschossen. My head. It's killing me. Where the hell am I? I have to find my portal generator. War nicht tot. Die haben mich komplett ausgenommen, ne? Wo ist mein ganzes Inventar? NRA-Soldaten haben dir deine Ausrüstung und deinen Pentatal-Generator abgenommen. Um aus dem Gefängnis auszubrechen, du musst sie dir zurückholen. Auch wenn du zurzeit unbewaffnet bist, heißt das nicht, dass du wehrlos bist. Du kannst immer noch B drücken, um in den Baumodus zu gelangen und Fallen herzustellen. Ach, durchsuche das Gefängnis und finde deine Ausrüstung. Okay. Alter. Warte mal. In der Kantine also. Wird bestimmt. Das ist ja dumm. Ich kann nicht nachladen. Ach, weil ich nur 5 Schuss hab. Okay. Alter, was? Direkt ein Waffen-Upgrade. Ey, lass mal den Typen dahin einsperren, wo wir auch Waffen versteckt haben. Nice. Ich kann exquisite ankommen. Bleibt aber lange stehen. Die Schrotflinte hat übrigens ein Muster, ne? Damn mice. I almost shat my pants. Sind noch mehr von euch? Bestimmt.
Also eigentlich ist das Spiel... Eigentlich ist das Spiel darauf ausgelegt, dass ich gefangen werde irgendwann, ne? Willst du mal so behaupten. Hier noch so ein Dödel. Ich meine, es ist ja wahrscheinlich hier markiert, ne? Wo sind wir? Gibt es auch Termit? Also Tschernobylit meine ich. Also ich fasse mal zusammen. Die töten uns nie wahrscheinlich. Die werden uns einfach nur immer gefangen nehmen, oder? Das jetzt also, oder ist das eine einmalige Sache? Aha. Kann man hier? Also ich bin jetzt schon besser bewaffnet als vorher. Man muss es sagen. Wenn sie mich jetzt halt wieder erwischen, habe ich den ganzen Scheiß umsonst eingesammelt. Das ist das richtige Gefängnis hier, oder? Nicht sehr besetzt. Weder mit Insassen noch mit irgendjemand anderem. Ich glaube, wenn ich so nah dran bin, sollte schon irgendwas markiert sein, wenn es hier was geben würde. Ich meine nicht davon aus, dass es hier irgendwas gibt. Außer hier. Liegt ein Zettel drin. Halt nur leider nichts machen. So, da hinten haben wir mal eine Wache. Zwei Wachen. Eine Wache, zwei Wachen. Du hast deine Ausrüstung zurückbekommen. Nutze den Portalgenerator in deiner Tasche, um zum Schutzraum zurückzukehren und den Tag zu beenden, wann immer du bereit bist. Verdammt! Die haben mich wirklich aus der laufenden Mission gefangen genommen, ne? Gut, haben sie auch gesagt. Gefangen genommen, getötet, ne? Alles sowas in der Richtung kann passieren.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, nun. Machen wir jetzt einen auf Geronimo? Er sich um? Nee. Es ist schon... Ne, es ist ein bisschen horrormäßig, aber hauptsächlich ist es ein Sneaking Game. So, was ist, wenn wir hier durchlaufen? Eigentlich wisst ihr ja, wie scheiße anstrengend es ist, geduckt zu laufen. Ich habe das mal für 10 Meter beim Paintball gemacht, das ist unglaublich. Das ist halt wirklich ganz krass. Wie das auf die Konditionen geht und auf die Pumpe und so. Oh fuck. Das ist der sich vorhin nicht bewegt hat, ne? Was für ein Vogel. Wir müssen kurz warten. Bewegt er sich jetzt? Tu deinen Kollegen nur einen Gefallen. Das klang ja schrecklich. Also ich weiß, was mit mir los ist. Meine Psyche ist so auf einem dermaßen niedrigen Niveau, dass ich gar nicht mehr klarkomme. Isolierstation. Wo war denn der Typ, den wir vorhin fast in die Arme gelaufen sind? War der hier? War der doch. Ach, der stand hier. Ist klar. Da haben wir uns aber auch angestellt. Jedes Mal, wo wir hingegangen sind, hat uns direkt in die Augen geguckt, ne? Toll. Das ist mega krass so. Also man kann es nicht sagen, dass das Game in irgendeiner Form schlecht ist, ne? Hier ist Station A, Verhörraum.